Ich interviewe Professor Tex Mars. Er lehrte an der University of Texas Luft- und Raumfahrt, war Offizier in der Luftwaffe, ist einer der meistgelesenen Sachbuchautoren über Robotik, ein Futurist, Pastor und Autor von über 40 Büchern. Er verfasste militärische Standardwerke und verkaufte mehr als 20 Millionen Bücher. Er spricht mit uns über die größte Bedrohung für unsere Spezies, die sogenannte Singularität, die Technokratie. Seine Webseite ist powerofprophecy.com. The website is powerofprophecy.com. Well, there are many billions of dollars. Die Pentagon-Forschungsabteilung DARPA gibt viele Milliarden Dollar dafür aus. Die Drohnen sind nur ein kleiner Teil davon. Es werden beispielsweise intelligente Roboter entworfen. Die meisten denken noch, Roboter sind klobige Dinge aus Metall, wie aus allen Science-Fiction-Filmen. In meinem kommenden Buch Robot Alchemy sind diese zu sehen. Der Roboter Robbie aus Forbidden Planet. Gort aus der Tag, an dem die Erde stillstand. Wir haben freundliche und feindselige Roboter gesehen. Die netten Roboter aus Star Wars, aber auch die gefährlichen Replicants in Blade Runner, die ihre eigenen Schöpfer töten wollen. In rund 20 Jahren werden wir den Punkt der sogenannten Singularität erreicht haben. Die Robotikexperten an den Universitäten sagen, dass bis dahin die künstliche Intelligenz der Maschinen uns Menschen überholt hat. Wir belächeln im Moment noch Roboter. Der Computer Deep Blue schlug vor 10 Jahren den besten menschlichen Schachspieler. Genau, jetzt gibt es aber schon Roboter, die nicht mehr nach typischen Robotern aussehen. Oder wir haben den Fressroboter, ein militärisches Gerät, das sich von Menschen ernähren kann, von den Gefallenen auf dem Schlachtfeld, der Biomasse. Ich möchte ein paar der Roboter zeigen, die das Militär entwickelt. Die Drohnen sind uns bekannt. Es sind nicht einfach nur ein paar hundert oder ein paar tausend, es soll 100.000 aktive geben. Das Pentagon sprach von 30.000 geplanten Predator-Drohnen in den USA. Es werden nicht nur diese riesigen Dinger sein, denen man leichter ausweichen kann. Manche davon sind wie Mücken. Und es injiziert dir eine Biowaffe. Die Robotikmücke hat eine winzige Injektionsnadel. Man sitzt also auf seiner Veranda und liest etwas, wird gestochen und stirbt. Niemand versteht, was genau passiert ist. Die Luftwaffe hat vor kurzem diesen neuen Film veröffentlicht, in dem eine Drohne hunderte kleinere Drohnen abwirft, die um dein Haus herumlanden und dich ausspionieren. Eigentlich sind Roboter erstaunliche Dinge. Ich liebe Roboter. Ich habe 3 Standardwerke über Roboter geschrieben. Ich war der Erste, der ein Buch geschrieben hat über einen persönlichen eigenen Roboter, 1985. Ich habe sogar ein Buch verfasst über Karrieren in der Robotik. Das macht dich zu einem der führenden Futuristen. Ich war 25 Jahre lang nicht aktiv auf dem Feld, habe aber mein Interesse an Robotern und Computern behalten und die Entwicklungen verfolgt. Die Frage ist, was passiert, wenn die Roboter uns übertreffen im Denken und in allem anderen? Es heißt jetzt schon, dass es bald kein reguläres Militär mehr geben wird. Nur noch Roboter auf dem Wasser, in der Luft und auf dem Land. Wir zahlen jetzt dafür, dass wir später damit kontrolliert werden sollen. Normale Truppen würden nicht unbedingt auf uns schießen, die Roboter schon.
Bill Joy meinte vor Jahren in Wired Magazine, die meisten Menschen würden verschwinden. Joy war der Chef von Sun Microcomputers, eine bedeutende Firma. Ein Milliardär sagt, ich habe nicht genug über Computer nachgedacht, über intelligente Maschinen. Die brauchen uns nicht. Sobald die Roboter fertig sind, legt man uns um. Roboter haben keine Empathie, keine Vorfahren, keine Seele. Die perfekte Marionette. Deshalb hatten wir auf dem Infowars-Magazin-Cover einen Roboter mit menschlichem Antlitz und einer Illuminati-Pyramide. Der Teufel will Gott spielen. Ray Kurzweil ist der Hohepriester, der Unsterblichkeit verheißt, durch eine Vermischung mit der Kybernetik. Gleichzeitig will man organische Zellen unsterblich machen. Erst will man ein Zombie-System an uns austesten. Deine Zellen teilen sich ewig weiter, aber man ist eigentlich ein lebender Toter. Das ist keine Fernsehfantasie, sondern eine konkrete Zielsetzung. Im Transhumanismus werden Menschen zu Cyborgs. Menschen fangen damit an, indem sie Computerchips in ihre Köpfe installieren lassen. Das hört sich erstmal toll an. Man kann eine ganze Enzyklopädie in seinem Kopf abrufen. Das hat aber eine Hintertür. Nicht nur das, auch eine Vordertür. Was auch immer die wollen, wirst du tun. Und man rutscht immer weiter von der echten Welt in die künstliche Projektion. Man stelle sich vor, einen tollen Chip im Gehirn zu haben, und man verfügt dadurch über viel Wissen. Man wird die Welt so hässlich machen, dass wir in die Matrix gehen wollen. Der Teufel wird überall als sprechendes Bild sein. Revelations 13 aus der Bibel, das Bildnis des Teufels. Sein Bildnis wird überall in den Robotern sein. Bill Clinton hielt vor Jahren in Irland eine Rede. Er sagte zum Publikum, wir haben jetzt den Punkt erreicht, an dem man alles als virtuelle Realität umsetzen kann. Ein virtueller Präsident ist sogar möglich. Man denkt, man betrachtet einen echten Menschen. Der virtuelle Präsident unterzeichnet Dokumente, macht öffentliche Auftritte und so weiter. Public functions, cuts ribbons and all that, but it's a virtual reality president. That's what he says. He's we're at that stage now. Das Fernsehen mit all dem falschen Glitzer lädt einen in diese unechte Welt ein. Jeder wird einen Chip haben wollen. Jeder möchte übermenschliche Fähigkeiten haben. Sprich darüber, wie man uns dazu zwingen möchte. Kurzweil sagt, man wird ohne Erweiterungen nur noch ein Insekt sein. Man braucht die Technik, um überhaupt ernst genommen zu werden. Man wird es als trendy verkaufen, als lebensverlängernde Maßnahme. Es wird so weit kommen, dass man ein Gehirn in einen Roboter übertragen kann. Man kann unsterblich sein. Wir sind vielleicht 40 bis 50 Jahre davon entfernt. Leute leben jetzt schon in diesen Fantasie-Videospielen.
Bei den Spielen sitzt man in seinem Wohnzimmer und schickt seinen Avatar, seinen künstlichen Körper in die virtuellen Welten hinaus. Man hockt eigentlich nur auf der Couch. Sobald jeder diese Chips hat, kann man dich kontrollieren. Man wird bereitwillig den Befehlen folgen. Wenn man dagegen ankämpft, dann kommt die Drohne. Oder ein Horrorprogramm wird in deinem Kopf gestartet. Jemand sitzt in seinem Wohnzimmer und fühlt sich, als würde man ihn waterboarden. Ein Schmerzprogramm. Man kann nicht damit ewig waterboarden. Eine künstliche Hölle. So lange, bis man sich fügt. Die kündigen das an und verfassen ihre eigene dämonische Poesie. Ich hatte vor 13 Jahren während der Urban Warrior Übung mit einem Colonel aus dem Marine Corps gesprochen. Die hatten einen Humvee-Truck mit 50-Caliber-Maschinengewehr, das sich selbstständig nach Geräuschen und Bewegungen ausrichtet. Man kann so etwas heute über eine Satellitenverbindung steuern. Er meinte zu mir, als die Kameras nicht mehr liefen, Alex, du weißt nicht, was es da sonst noch alles gibt. Sachen, über die ich nicht sprechen darf, wie aus dem Film Terminator. Sachen für psychologische Operationen und so weiter. Er meinte, das, was du hier siehst, ist eigentlich 20, 30 Jahre alt. Ich habe dann mit anderen Leuten aus dem Militär gesprochen. Man hat diese Fressroboter, die Leichen verarbeiten können für Energie. Man hat ihnen wie im Terminator Formen gegeben, die wie Totenschädel aussehen, um Gegner damit zu entmutigen. Man hat Tests durchgeführt auf Militärbasen mit Statisten, die einen Vertrag unterzeichnet haben. Die Soldaten fragen, warum simulieren wir, Amerikaner niederzumähen, die Football-Trikots tragen und John Deere-Mützen? So waren die Statisten gekleidet. Andere Leute aus dem Militär sagten mir vor Jahren, dass man diese Drills hat, in denen man die weißen Farmer-Typen erschießt. In meinem Film Police Day 2000 sieht man, wie die Statisten protestieren. Ich bin ein Bürger, lass mich hier raus. Es hieß, wegen deinem Film und anderen Berichten tragen die Statisten nun grünes Make-up und spielen Zombies. Dieser Typ vom Militär war gerade dabei, in den Ruhestand zu gehen und war sehr weit oben angesiedelt. Ich dachte sogar, vielleicht spinnt er ein wenig. Ich habe es damals gar nicht für komplett möglich gehalten, weil er es nicht ganz für möglich gehalten hat. In der Französischen Revolution nannte man es schlicht den Terror. Bei der Kommunistischen Revolution ab 1917 nannte man es den Roten Terror. Betrachten wir Arbeitsplätze. Depopulation ist die Taktik, die Strategie. Eigentlich haben wir genug Platz und kein Problem mit Überbevölkerung. Foxconn ist der größte Konzern der Welt. Chinesisch. Al Gore hat einen Anteil daran, deswegen regen sich die Linken nicht auf. Millionen Arbeiter. Die stellen die iPhones her und verdienen einen Dollar am Tag. Sie leben in winzigen Zimmern und arbeiten 6-7 Tage die Woche. Keine Gewerkschaften, nichts. Die Arbeiter sind dermaßen ausgebrannt von der Sklavenarbeit, dass ständig welche auf das Dach steigen und runterspringen. Jetzt hat man Netze um das Gebäude herum aufgespannt. That they literally go to the top of the building, jump off and kill themselves. The building
The building supervisors have had to put nets all the way around the buildings to keep people from jumping off the building. And when it happened, they're now doing forced abortions. Es gibt auch Zwangsabtreibungen dort und Leute werden unter Drogen gesetzt. Al Gore steckt bei Apple mit drin. Man ist nicht bereit, den Arbeitern auch nur ein paar Dollar mehr zu zahlen, damit diese ein erträglicheres Leben hätten. Apple ist am schlimmsten, gilt aber als links und hip. Die Arbeiter sind furchtbar unglücklich und suizidal. Apple und Foxconn haben eine Lösung parat. Man will die Leute durch 4 Millionen Roboter ersetzen. 1 Million sind schon dort und es macht sich bezahlt. Menschen brauchen Freizeit, Pausen und so weiter. Die Zukunft braucht uns nicht. Apple traut sich sogar, die Fabriken wieder hierher zurück nach Amerika zu bringen. Manche argumentieren, das sei nun mal die Zukunft, aber in diesem konkreten Fall wird es von einer dunklen Gruppe geleitet. In China gibt es über 1 Milliarde Menschen. Die brauchen Arbeitsplätze. So schlecht die Fabrikjobs waren, es waren immerhin noch Jobs. Jetzt ersetzt man die Leute mit Robotern. Man bekam die bisherigen Roboter von Fanuc, der größten Firma weltweit für automatisierte Industriegeräte. Man benutzt inzwischen Roboter, um Roboter zu bauen. Das ist das erklärte Ziel von General Electric und so weiter. Ich habe mit Top-Ingenieuren gesprochen, die wissen selber nicht mehr genau, wie alles funktioniert. Es hat ein Eigenleben entwickelt. Wenn die Globalisten meinen, sie könnten das kontrollieren, haben sie sich geschnitten. In den nächsten 10 bis 20 Jahren arbeiten Roboter bei McDonald's, fahren Taxis, sie werden überall sein. Was machen dann all die Menschen? Ich habe die Aufstellungen gesehen. Wenn man den Leuten wenigstens 3-4 Dollar pro Stunde zahlen würde, wäre alles ganz anders. Das Teure sind die Komponenten, nicht die Arbeitskosten für den Zusammenbau. Wenn Al Gore im Vorstand von Apple und die anderen Typen auf einen winzigen Bruchteil ihrer Gewinne verzichten würden, könnte man eine menschenwürdige Infrastruktur aufbauen in China und den Menschen eine Zukunft geben. Aber stattdessen wurde es bewusst als Sklavenoperation entworfen, um die USA, Europa und China selbst zu ruinieren. Immer mehr Leute bekommen Sozialleistungen angeboten. Wir können dir keinen Job anbieten, stattdessen zahlt der Staat deine Miete und gibt dir ein Handy und Lebensmittelmarken. Inzwischen leben 50 Millionen Amerikaner von Lebensmittelmarken. Irgendwann ist jeder ein Gefangener und wird von Drohnen überwacht, vom eigenen Fernseher. Der militärisch-industrielle Komplex sagt dann, jetzt werden wir die Menschen los, sie erfüllen keinen Zweck mehr. Die Verantwortlichen sind Psychopathen. Wir werden Kriege sehen, in denen Cyborgs, Androide und Menschen gegeneinander kämpfen. Man wird nicht auf Anhieb sehen, wer was ist. Das Militär entwickelt Geräte wie den Alpha Dog. Er ist so groß wie 10 Menschen, kann 20 Meilen pro Stunde laufen und dich verfolgen. He's called the Alpha Dog by the Army. There's the Cheetah.
Der Cheetah ist so schnell, dass du nicht davonlaufen kannst. In den Filmen fliegen die Menschen ins Weltall, alles ist so toll. Aber jetzt streicht man die Pläne für Menschenexpeditionen zusammen, nur noch Roboter. Kurzweil sagt, wir werden mit den Maschinen verschmelzen. Die sagen, ich glaube noch nicht an Gott, ich werde einfach selber einer. Die haben Entscheidungen getroffen über meinen und deinen Kopf hinweg, Entscheidungen über meine Kinder. In der Bibel steht, die Eliten werden ihr Gold auf die Straßen werfen und sich in den Bergen verstecken. Die werden alle selbst betrogen werden. Ich selbst fürchte mich nicht davor, dass mich jemand ermorden könnte, sondern davor, dass meine Arbeit bisher nicht gut genug war. Ich möchte diese Sachen wirklich enthüllen. Ich denke auch, dass es deren Macht nimmt, wenn man selbst seine Furcht ablegt und sein Schicksal in Gottes Hand legt. Leute denken, ich versuche ihnen Angst zu machen. Dabei will ich sie zum Handeln bringen. Ich tue das, was ich tue, ohne Furcht, aber Leute denken, ich sei verängstigt. Ich denke, die ganze Hightech-Revolution, in der wir uns gerade befinden, begann im Jahr 1963. Hast du die ganze 20-minütige Abschiedsrede von Eisenhower gesehen? Ich glaube, er sagte, es gibt eine technokratische Elite, die ein Kontrollsystem errichtet. Erst danach sprach er vom militärisch-industriellen Komplex. Der Komplex baut die Roboter und digitalen Systeme, um uns zu beobachten. Eisenhower war ein 5-Sterne-General. Eigentlich würde man annehmen, dass er den militärisch-industriellen Komplex vergöttert. Normalerweise sind Abschiedsreden unbedeutend. Er sagte, Vorsicht, Technokraten wollen eine Machtergreifung. Keiner kann sich mehr erinnern, was Truman oder die Bushes in ihren Abschiedsreden gesagt haben. Unwichtiges Zeug. Ich habe ein Zitat von Dr. Paul Saffer von der Stanford-Universität. Er sagte, die wirklich interessante Frage ist, was passiert, wenn wir wirklich intelligente Roboter haben? Nicht mehr die klobigen Metallkästen. Er meinte, wenn wir Glück haben, betrachten sie uns als Haustiere. Haben wir weniger Glück, betrachten sie uns als Nahrung. Wenn die Dinge geschaffen werden, um sich von Menschen zu ernähren, ich denke, es wird Millionen Roboter geben. Als Futurist und Professor für Luftfahrt und Raumfahrt an der University of Texas hast du die ganzen Sachen auf dem Schirm. Dieser Plan kann nicht von Menschen ausgeheckt worden sein. Ich würde den Atheisten sagen, selbst wenn es keinen spirituellen Teufel gibt, man baut einen. Man spürt es als Bedrohung. My gut gets not chills of fear, chills of like...
I mean, you know, your spirit can feel it. I mean, this is danger approaching, tentacles growing in all around us. Alles um uns herum ist zum Gefängnis geworden. Wir müssen dort ausbrechen. Das ist der Kern von allem. Wir behalten unsere Waffen, wir behalten unseren Verstand. Wir müssen alles tun, um das zu stoppen. Das ist die große Prüfung für die Menschheit. Vor 20 Jahren waren wir noch verhältnismäßig wenige. Alles, worüber wir gesprochen haben, hat sich bewahrheitet und die Leute haben das gesehen. Die Leute bringen ihre Seelen ins Reine. Ich hatte David Rothkopf in meiner Sendung. Er machte Promo für sein Buch Die Superklasse. In einer Werbepause fragte ich ihn, weshalb er überhaupt für meine Sendung zugesagt hat. Und er meinte, ich denke, ich kann dich überzeugen. Es gibt 6000 Leute in dieser Superklasse. Diese dient in etwa 20 Familien. Unsere Leute, die das Telefonsystem bedienen, haben mitgehört, wie er zu mir sagte, du gehörst doch eigentlich auch zur Superklasse. Alex, komm doch zu uns. Jetzt will er nicht mehr in meine Sendung, weil ich mich keinen Zentimeter in seine Richtung bewegt habe. Es ist immer das Gleiche. Komm noch zu uns, die generelle Bevölkerung ist einfach zu dumm. Auf Sendung gab er sehr viel zu, malte sie doch in positiven Farben. Es hieß, rund 20 Familien mit ca. 6000 Unterlingen in der Superklasse, die eine höllische Welt bauen. Es gab eine neue DNA-Studie von Dr. Ira Melreich der St. Johns Hopkins Universität, eine der angesehensten Einrichtungen in den USA. Er selbst ist jüdisch. Er meint, dass die allermeisten Juden heute von den Khazaren abstammen. Es gab ähnliche Studien in der Vergangenheit, die sagen, dass fast niemand heute in Israel von Abraham, Isaac und Jakob abstammt. Abgesehen von den Sephardis im Mittleren Osten. Die sind nur ein 2%iger Anteil des gesamten Judentums. Die Palästinenser sind eher Israeliten. Es waren auch Sephardis, die man für Röntgenexperimente in Israel hergenommen hat. Warum versucht man gerade diejenigen zu töten, die genetisch betrachtet die eigentlichen historischen Juden sind? Die Ashkenazim sind die Khazaren, nicht die Israeliten. Viele Sephardis sind Israeliten. Diejenigen, die im Mittleren Osten blieben. Netanyahu meint, Gott hätte ihnen den Anspruch auf das Land gegeben. Seine Vorfahren kamen jedoch aus Osteuropa. Das heißt, aktuelle Genetikforschung stützt diese Theorie. Die Elite hat sich an Israel drangeklettert aus strategischen Motiven, genau wie mit Amerika. Man lässt uns die Arbeit machen, dann dämonisiert man uns. Familien wie die Rothschilds beten nicht die Tora an, sondern eine Schlange. Wie hieß diese Gegend um Kasachstan und das nördliche Georgien? Diese Leute migrierten von dort nach Europa. David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels, war Pole. Shimon Peres ist polnisch. Die hatten sogar ihren Namen geändert, um wie Israeliten zu klingen. Die meisten Bürger des Landes sind genetisch keine Israeliten. Aber man kann sie deswegen nicht abwerten. Die Menschen wurden benutzt, um einen Brückenkopf im Mittleren Osten zu errichten. Die neue Weltordnung will auch diese Menschen letztendlich verraten. Albert Pike meinte, es gäbe diesen großen Plan für einen Kampf der Kulturen. Christen und Muslime kämpfen, dann tritt das Judentum dem Konflikt bei. Alle drei sollen zerstört werden, damit der Atheismus und der Luzifer-Kult letztendlich herrschen. Diese Illuminati-Typen folgen nicht der Tora, sondern der Kabbala. Also Mystizismus, der von Ägypten, dann Babylon und schließlich den Khazaren übernommen worden war. Da stammt es her.
Leute meinen, es gäbe keine Illuminati. Ich will, dass Kinder alle Hautfarben und Konfessionen eine Zukunft haben.